Hier ist der Platz der Menschenrechte. Frauenrechte sind auch Menschenrechte. 100 Jahre Frauenwahlrecht, 50 Jahre zweite Frauenbewegung, 40 Jahre das erste Frauenhaus in Österreich. Am Montag hat das Frauenvolksbegehren 2.0 gestartet. I'm dancing with my head up in the clouds, and I'm there to reach the stars. Stellt mich an die Wand. Nicht meine Fäuste, mein Rap ist mein Widerstand. Dankeschön. Widerstand hier auf den Straßen von Wien. 1 Billion Rising Austria 2018. Haben wir zusammen Vertrauen, Liebe und bedingungslose Unterstützung. Mit uns, mit Antifaschist Balesco. Gemeinsam kämpfen für Verbesserungen, weiter für Verbesserungen für die Frauen und die Verschlechterungen, die uns zu drohen scheinen oder auch augenscheinlich schon da sind, gemeinsam zu bekämpfen. Und da möchte ich alle einladen, hier Banden zu bilden, gemeinsam für die Sache, für die Frauen in diesem Land zu kämpfen. Ich bin von Anfang an bei 1 Billion Rising dabei und wie wahrscheinlich viele von euch einfach ungeduldig. Gerade Frauen, die von Gewalt betroffen sind, Verbündete brauchen, weil sie selber keine Stimme haben, weil sie diese Stimme nicht erheben können unter diesen Umständen. Ich will, dass wir in der Gewaltdebatte auch die geflüchteten Frauen nicht vergessen. Finde ich ganz wichtig. Die flüchten vor fürchterlich grausamen Formen von Gewalt wie Genitalverstümmelung, Massenvergewaltigungen als Kriegsstrategie. Streik im Gesundheits- und Sozialbereich. Nämlich gegen Sozialabbau. Nur ganz kurz, wir haben uns sozusagen reinreklamiert heute, weil morgen und übermorgen in einem sogenannten typischen Frauenbereich die Arbeit niedergelegt wird. Anfangen, diese Vielfalt auch einzufordern, in allen Bereichen, mit Vielfalt, Repräsentanz, Gleichwertigkeit und das Recht auf Sicherheit, das hatten wir Frauen nie, das durften wir nie haben und ich glaube, es ist Zeit, dass wir es jetzt einfordern. Wir fordern, dass Nein der Frauen respektiert wird, dass diese Grenze systematisch verletzt wird, die Grenze, die uns als Eigentümer unseres Handels, als Protagonistinnen unseres Lebens und als verantwortlich für unsere Körper definiert. Überall, laut unserer Revolution, denn wir sind in Vagina-Monologen heißt, unsere Revolution beginnt im Körper. Sie wartet nicht mehr. Meine Revolution braucht keine Zustimmung oder Genehmigung. Wir möchten euch alle zum Aktionstag gegen Abschiebungen am 18. Februar einladen. Es ist ein europaweiter Aktionstag, den wir hier in Wien vor allem um 17 Uhr am Bahnhofsplatz begehen. Laut gegen den Abschiebungspreis der EU und Österreich. Danke. Lang lebe der Widerstand von Afrin. Es lebe die internationale Solidarität der Frauen. Xinjiang Azadi! Wir sind
lasst mich noch ein bisschen leuchten.